Das alles eigentlich mit einem sehr aktiven Mitglied von uns, mit dem Meier Florian. Der mit der Idee zu uns kommen aus dem Bergcafé in Meran. Deswegen die Idee hat da auch sehr viel Anspruch und die Leute kommen und sind begeistert und tragen wir auch weiter. Und das ist genau in unserem Sinne, ja. Geht's? Perfekt. Ich bin eigentlich von Anfang an dabei bei dem Bergcafé, weil der Flo von meiner Schwagerin, Bruder, ist der Flori, der eben der Bergcafé-Chef ist. Und der hat mich gefragt, ob ich da mit und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich gut. Weder künstlerisch noch schüchtern irgendwie begonnen, noch flicke ich halt für die Leute. Weil es das Einzige ist, was ich beim Rustrecht-Club als Beitrag leisten kann. Wir haben das mit anderen Handwerkerkollegen zusammen initiiert, die Bergcafé-Geschichte. Und seit zwei Jahren läuft es recht gut hier im Rustrecht-Club. Und mir macht Spaß, die drei Stunden am Abend das gratis einfach in den Leuten unzubieten. Und wie du halt gesehen hast, sind eben da die Schneiderin, der Tischler, Messerschleifer, Elektrotechniker, Radlflicker, Softwareexperte und wir haben es eigentlich ganz lustig an da. Nein, das sind einige philosophische Hintergründe. Einmal ist es eben das Wegwerfen, dass man die Sachen nicht wegwirft, sondern wieder richtet. Da ist aber auch der Austausch untereinander, dass sich die Leute da eben treffen, das Lernen zu richten. Kinder kommen eben mal sehen, wenn man einen Patsch flickt oder die Bremsen hinstellt und so weiter. Also ich glaube schon, dass es eine ganz tolle soziale Komponente neben dem Wegwerfen auch hat. L'idea di coinvolgere i ragazzi e le scuole nel progetto del Ripea Café nasce appunto dall'esigenza di coinvolgere anche i giovanissimi nelle tematiche che riguardano l'ambiente, che riguardano l'educazione all'ambiente, e quindi mi piacerebbe appunto portare i ragazzi e le scuole qui all'Ostvest, al Ripea Café, per far vedere loro come oggetti rotti, inutilizzati, possano riottenere nuova vita.